Peace, Leute, was geht ab? Ja, herzlich willkommen bei Brother TV. Ich werde heute den guten alten Mehmet mal wieder pranken. Wir sind hier in seinem schönen Solarium. Hier wurde überfallen. Die Putzfrau von ihm, die macht sauber hier immer bei Feierabend. Und Mehmet ist gerade nicht da. Er hat mich gebeten, dass ich kurz aufpasse in der Zeit, wo die Putzfrau sauber macht. Da ich nichts zu tun hatte, gerade dachte ich, ja, dann mach ich Chef, den Bruder. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde das jetzt hier so aussehen lassen, dass sie überfallen wurde, dass Mehmet durchsteht. Vielleicht gibt er mir ein paar Klatscher. Bam, bam, bam. Jalla, geht's los. Ja, hier, ich werde jetzt diese ganzen Creme, sein Twix, seine Kasse, alles was hier ist, seine Vitamin-Shops, auch Lokma, werden wir hier die Werbung mitmachen, ne? Ihr geht auch schön alle Lokma essen dann, ne? Und hier Solarium und so. Ja, ich werde das jetzt hier alles so kaputt aussehen lassen, dass der Mehmet durchdreht. Kamera steht. Wir haben hier jetzt nur noch diese Sonnenöl-Dinger. Die benutze ich immer. Könnt ihr benutzen gerne, wenn ihr bei Mehmet seid. Seine Kasse. Kleingeld ist schon alles raus. Ja, gehen wir weg. So, ich habe jetzt hier alles in der Nummer 3 versteckt. Da geht sowieso auf diese Bank nie jemand, weil die sehr leicht ist, die Bank. Die meisten Leute, die hier hingehen, die wollen Dings, wie heißt es, schöne Bräune, so richtig krass, so Motherfucker-Bräune, und Nummer 3 ist schwach, da geht kaum einer drauf, das bedeutet, Mehmet wird hier sowieso nicht reingehen. Guckt ihr einfach euch das mal schön an. Und ja, krasse Sunshots, Knoppers, Pickup, alles hier. Den Kühlschrank habe ich jetzt nicht leer geräumt, weil ein Bandit, so ein Überfalltyp, würde jetzt, glaube ich, kein Trinken klauen, ne? Obwohl, würde er Sunshots klauen. Auf jeden Fall die Kasse, aber Sunshots würde er vielleicht auch klauen. Vielleicht hat er auch ein eigenes Solarium, wer weiß. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen geguckt, wo man die Kamera verstecken kann. Das hier war jetzt die beste Ecke. Ich würde jetzt so tun, dass ich da mich hinsetze, tue so, als wenn ich schlafe. Mehmet kommt gleich rein und dann bam, bam, boom, Action. Streamt alle meine Single. Ich hoffe, Mehmet macht erste Link in Videobeschreibung. Wenn nicht, Aram, Bruder. Und ja, ich gehe jetzt schlafen. So, gute Nacht, Leute. Auf dem Stuhl ist voll umgedreht, ne? Gibt's nichts anderes hier? Egal, ich schlafe so. So, ich tue jetzt so. Heide, gute Nacht. Ja, ich hab schon die Kamera. Ja, der ist so da. Ja, der ist ein Zeichen. Ja, ja. Die kann ich aber muss man gehen. Aber? Hallo, Schumov. Ja, aber. Warum wächst du nicht? Ja, tschüss. Hä? Warum wächst du nicht? Ja, du kannst schon Krapatür muss man gehen. Ja. Ey Bruder, wie sieht das hier aus, Digga? Wallah, immer wenn du. Bruder, du bist ein Schwein, Wallah. Wallah, ich hab nichts gemacht. Bruder, was? Putzfrau hat Mauer gemacht. Bruder, wo sind die ganzen Sachen? Ja, das Wallah macht den Scheiß, Digga. Welche Sachen lachen? Ja, hör auf zu lachen, Digga. Geht es überall zu? Hast du noch. Hm? Bruder, wo sind die ganzen Sachen? Wo ist die Putzfrau? Hat sie überall sauber gemacht? Die Putzfrau hat sauber gemacht. Hat sie sauber gemacht überall? Ja, ja, ich hab so lange geschlafen. Ach, Digga. Das kommt auch nicht hier, du Vogel. Ja, das war schon. Was für jemand? Hallo, arbeiten Sie hier? Ist das Ihre Firma? Bruder, was hast du noch? Wo sind die ganzen Sachen? Weiß ich nicht. Wo sind die ganzen Sachen? Weiß ich doch nicht, ich arbeite hier doch nicht. Was ist das denn, Digga? Dennis, wo sind jetzt die ganzen Sachen? Was hast du denn gemacht? Auf Papier gehört doch dir die Firma. Dennis, wo sind die ganzen Sachen? Mach mir keinen Fax in jetzt, Alter. Was? Bruder, wo sind jetzt die ganzen Sachen, Dennis? Ich hab nichts gemacht. Bruder, ich hab gesagt, bleib. Ich hab hier geschlafen, hast du doch gesehen. Bruder, warum schläfst du? Wo sind die ganzen Sachen? Guck mal hier, Putzfrau gekommen. Putzfrau gekommen, Mann, so schlau sogar. Wo sind die ganzen Sachen, du Vogel, Alter? Nein, Mann! Ich hab hier! Wo ist das Geld? Wo ist das Geld, Dennis? Mach mich keinen Fax, wo ist das Geld? Welche Fax? Wo ist das Geld? Das war nur irgendwo 800 Euro. Bruder, halt die Fresse, wo ist das Geld, Bruder, ja? Bruder, ja, ich hab nichts gemacht, ja. Wo ist das Geld? Wo sind die ganzen Sachen, Dennis? Ich hab nichts gestellt. Bruder, ich muss nach Hause, wo ist das ganze Geld? Ich hab nichts gemacht, Bruder. Wo sind die Sachen, Bruder? Abibi! Wo? Abibi! Wo ist das Geld? Klick, klack, bum, bum. Bruder. Sag doch, wo ist das? Ich guck jetzt da hinten. Oder ich guck mal da hinten. Okay, fuck. Mach doch, Alter. Vogel, Alter, einmal was ich hier rein, Alter. Hilf dich, Alter. Ey,
Sachen? Hallo, weißt du was? Wo sind die ganzen Sachen? Ich will dir doch was erzählen. Wo sind die ganzen Sachen, Dennis? Weißt du was? Was? Wenn es regnet, ist es nass. Halt die Fresse, wo sind die... Wallah, Bilder, ich soll jetzt schon, wo sind die ganzen Sachen, Dennis? Hier war Geld. Bruder, hier waren Schokoladen, hier waren Sanchos. Wo sind die ganzen Sachen, Dennis? Inshallah. Sag mir. Inshallah. Arbeiten Sie hier? Ist kein Spaß, was versteckt mit dem Vogel? Ist es Ihre Firma? Hier arbeiten Sie hier? Dennis, oh, was haben Sie da auf Ihren Arm? Weiße Punkt. Gib mal diese Scheiße her. Was? Nein, wo sind denn die Gelder, Bruder? Das waren heute 800 Euro, hast du mir noch heute gesagt. Ist doch nicht viel. Ist doch scheißegal, ob Geld weg ist. Was weg ist? Halt deinen Freund um. Das ist mein Solarium. Wo sind die ganzen Sachen? Idiot, sag doch jetzt, du Vogel, Alter. Ich hab doch nichts gemacht. Wo sind die ganzen Sachen? Hallo, ich muss Feierabend. Ich hab Hallo, du willst schlägen, ne? Vogel, Alter, wo sind die ganzen Sachen? Ah, sehr, ich will jetzt Feierabend machen. Wo sind die ganzen Sachen, Dennis? Das weiß ich doch nicht. Dennis, wo jetzt die ganzen Sachen, stell die mir wieder alle auf. Was hast du gemacht? Ach, wo sind die Sachen? Ja, okay. Ich sag dir jetzt die Wahrheit. Du hast ja gesehen, ich hab da geschlafen, ne? Ja. Es tut mir sehr leid, aber ich habe geschlafen, weil ich war kaputt. Hier kamen 5 Leute, die haben mich alle geklatscht. Was geklatscht? Die haben mich alle geklatscht. Was geklatscht? Seit wann bist du Kickboxer? Ich hab die Fresse, was ist denn die ganze Zeit? Boxer! Wer ist ein Mann, Junge? Piss dich, was ist die ganze Zeit? Was ist denn die ganze Zeit? Gib mir her, Mann, du stehst dich die ganze Zeit nicht. Ich bin her, Mann, steck dich her, meinen Schlagstock. Wie? Also wurde hier Raubüberfall gemacht? Ja, ja, Raubüberfall, das klatschen sie mich, Bruder. Ja. Auf jetzt, wie Raubüberfall? Wo ist das ganze Geld? Dennis, verarsch mich, ich war doch wieder verarsch mich. Bruder, ich war verrückt von Schlägerei, ich hab mich so schlafen gelegt, Bruder, so schlafen. Hier war Leute noch. Ja, die kamen so rein, guck, ich zeig dir wie. Guck, die haben so gemacht, ne? Kamen so rein. Das war ein Überfall und dann haben die so gemacht, Maschinenpistole und dann hab ich hab so gemacht, ne? Und dann hab ich diese genommen. Pam auf seinen Kopf, da war hier so von Dose, Red Bull, ne? Pam auf seinen Kopf, der andere kam dann auf mich so drauf, so, bumm, ich war Knockout, bin schlafen gegangen, dann war hier alles weg, ich bin aufgewacht und dann habe ich mich schlafen gelegt, weil ich war kaputt von Schlägerei, was soll ich machen? Der hat so mal mit Pistole, Bruder. Und die haben die ganze Sache ausgeräumt hier, oder? Ja, ich dachte, was wollen die mit Sonnenblumen? Einmal gebe ich dir die Aufgabe, Bruder, wie, du hast Anzeigen, hast Polizei gerufen. Ich ruf doch nicht die Polizei. Und mein Vater nimmt mich hoch, wenn das stimmt. Bruder, du bist doch versichert. Halt die Fresse, Bro. Du hast beste Versicherung, Aran Habibi. Warte, tagsüber, warum hast du denn nichts gesagt? Wie tagsüber? Wir haben 9:30. Bruder, hier waren 1500 Euro drin. Und diese ganze Werte hier mit Creme, mit Sunshots waren auch 500 Euro. Wo sind die ganzen? Weißt du was, ich glaube Putzfrau ist schuld. Voilà, Putzfrau ist schuld. Warum? Safe hat die das mit irgendjemandem abgesprochen. Wallah, ich glaube so. Was machen wir jetzt? Bruder, ich bin gefickt. Was machen wir jetzt? Was gefickt? Du sagst Versicherung, hier waren 10.000 Euro drin. Versicherung gibt dir 10.000 Euro. Bam, Mutter gefickt. Du sagst Versicherung, 10.000 Euro. Versicherung gibt dir 10.000 Euro. Versicherungsschaden. Du hast Plus gemacht. Wenn da 1,5 drin war, dann hast du 8.500 Euro Plus. Freu dich doch, dass ausgelaufen wurde. Ist doch scheißegal. Okay, diese Sachen. Alter, das geht nicht so unnütz, dein Freund, Junge. Was? Da ist hier sind so die Leute, kenn ich die. Weiß ich doch nicht. Kommt aus meiner Stadt. Die waren maskiert, Bruder. Weiß ich doch nicht. Die sind Kameras überall. Die sind auf jeden Fall am Arsch, Digga. Ja, Kameras aufgenommen. Ja. Kameras. Kameras. Ja. Was haben die doch mitgenommen? Weiß ich nicht. Aber guck mal, hier ist eine Kamera. Ja, da ist eine Kamera. Hallo und herzlich willkommen bei ProSieben. Hier ist ein Versicherungsbetrug bei Brother TV. Dafür kommen sie in den Knast. Die wollten Versicherungsbetrug machen, mein Bruder. Hier, komm mal mit, ich zeig dir was. Hier Nummer 3, da geht nie jemand rein, Bruder. Hier, deine ganze Scheiße, alle hier. Oh, Assi, Alter. Junge, was machst du solche Faxen, Mann? Hallo, ich hab gedacht, du hast schon lange keinen Prank mehr hochgeladen, dann dachte ich so, Habibi, weißt du, was ich meine? Aber wir hätten trotzdem mal einen Versicherungsbetrug machen können, Walla, wäre schön geworden. Halt dein Fress jetzt, Junge, und räum diese ganze Sache auf, Alter. Hallo, ich arbeite hier nicht. Vogel, Alter, Walla, nie wieder lasse ich hier, was hast du jetzt gemacht? Hallo. Stell mal alles wieder auf. Ich hab Generalvollmacht, Bruder. Stell mal alles wieder auf, Dennis. Komm, wir rufen Ahmed an, vielleicht hilft er uns. Du willst alles alleine machen, Digga. Nee, ich war da. Alles alleine willst du machen. Es waren deine Nachbarn, die haben mir geholfen. Wo ist das Geld? Da ist doch dein Portemonnaie. Wo? Hier. Meine Portemonnaie hier.
Vogel, Alter. Junge, weißt du, wie wert die ganzen haben, Alter? Alles neu gekauft, bestellt. Euro. Ja, mach Kamera aus. HDGD-Bong durchs Telefon. Schönes Wochenende, Leute. Tschüss.